Und damit blicken wir zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner nach Moskau. Christoph, also welche Informationen hast du denn über die aktuelle Lage an der Front? Sprechen wir weiterhin von einem Stellungskrieg? Ja, ich denke schon, dass wir weiterhin von Positionskämpfen, Abnutzungs-, Erschöpfungs-, Stellungskrieg sprechen müssen. Da hat sich jetzt in den vergangenen Tagen nichts geändert. Der Druck der russischen Kräfte ist nach wie vor unvermindert groß. Das merkt man gerade im Bereich Donetsk, also in der Provinz Donetsk und in unmittelbarer Nähe der gleichnamigen Provinzhauptstadt. Also wenn wir uns die drei Punkte nehmen, wo es im Augenblick eben besonders heftig ist mit den Auseinandersetzungen, haben wir Bachmut, relativ im Norden dieses neuralgischen Gebietes. Die Russen nennen die Stadt Artjomowsk und da ist das Streben der Russen, Chasov Yar anzugreifen. Auf Russisch heißt diese Stadt Chasov Yar. Sie wurde von den Ukrainern zu einer Festung ausgebaut und die Russen können sie nicht von Osten frontal nehmen. Das ist zu gefährlich, deswegen versucht man sie von den Flanken aus anzugreifen, also vom Norden und vom Süden zu kommen. Wenn wir weiter runtergehen, Avdijewka, der Halbkessel, über den wir seit Wochen, wenn nicht seit Monaten sprechen, auch da der Druck der russischen Kräfte groß, aber die Ukrainer bringen immer neue Kontingente in diesen Halbkessel rein, um zu verteidigen und haben da wohl auch Verteidigungserfolge erzielt in den letzten 24 Stunden. Im Südwesten von Avdijewka ist es wohl gelungen, die Front etwas zu begradigen und die russischen Truppen um einige hundert Meter zurückzudrängen. Das berichtet das russische Nachrichtenportal Ribar. Und dann Marinka, auch ganz in der Nähe der Provinzhauptstadt Donetsk. Diese Stadt wurde von den Russen genommen vor einigen Tagen und jetzt ist der Weg freier Richtung Kurachowa. Das ist auch eine wichtige Stadt im Bereich Donetsk, ein Verkehrsknotenpunkt, der von den Ukrainern gehalten wird. Und auch den wollen die russischen Truppen jetzt ins Visier nehmen. Insgesamt muss man sagen, dass der Druck der russischen Streitkräfte groß ist, unvermindert groß, dass die russischen Truppen, wie ich denke, unter schweren Verlusten vorankommen und eben Gelände gut machen und diese russische Walze eben Wirkung zeigt. Ich habe das öfter schon gesagt, ich denke, dass die Verluste groß sind, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass auch die ukrainischen Kräfte schwer unter Druck sind und auch Verluste erleiden, schwere Verluste erleiden in diesem Krieg. Und vielleicht noch ein Detail zu den russischen Kriegsbloggern, gerade auch zu dem Nachrichtenportal Ribar, zu Michael Swintschuk, dem Chef dieses Portals. Er sagt, er stelle fest, dass im Westen immer stärker davon gesprochen wird, in den westlichen Medien, dass die Ukraine in die Defensive gerät, dass die Ukraine große Probleme habe und dass diene allein dazu, was die westlichen Medien da machen, um die Bürgerinnen und Bürger und die Politiker darauf vorzubereiten, dass weitere Milliardenbeträge fließen müssen, um die Ukraine zu stützen. Der Westen habe weiterhin das Ziel, gegen Russland zu kämpfen, bis zum letzten Ukrainer, wie das der Kreml oder wie es im Kreml ja oft heißt. Das Ziel des Westens sei es nach wie vor, Russland zu schwächen oder sogar die Russische Föderation zu zerstören. Dieses Narrativ, das kennen wir und das wird weiterhin intensiv bedient. Christoph, danke für diese aktuellen Informationen nach Moskau. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.